jetzt weiter zum Spitzenkandidaten der KPÖ Plus, zu Mirko Messner. Guten Abend, Herr Messner. Seit 1959, Herr Messner, wollen die Österreicher keine KPÖ mehr im Nationalrat haben. Warum sollte das bei dieser Wahl anders sein? Ganz so stimmt es ja nicht, weil es ist immer ein Teil der Österreicher und Österreicherinnen, die die KPÖ sehr wohl im Parlament haben wollen. Sonst hätten wir überhaupt keine Stimmen. Wir haben wenig Stimmen und da gibt es unterschiedliche Gründe. Und ich denke mir, dass das diesmal anders sein kann, weil die Situation, mit der wir konfrontiert sind, die ist, dass absolut alle Parteien mit einer Irrsinnsgeschwindigkeit nach rechts hinausrudern, sich anpassen an Positionen der Rechtsextremen, der Populisten. Das wird vermittelt über die Flüchtlingsfrage, die sogenannte, und es wird auch vermittelt über eine Politik, die den Sozialabbau zum Ziel hat. Sie haben bei der letzten Wahl 1,03% der Stimmen gekriegt. Man muss dazu sagen, Sie treten mittlerweile das vierte Mal an als Spitzenkandidat. Das war schon das beste Ergebnis. Heuer ist ein besonders schwieriges Umfeld. Es geht ganz, ganz stark um die Kanzlerfrage. Es gibt neue Parteien, die kandidieren. Sie müssten sich vervierfachen, um diesen Einzug zu schaffen. Mit welchem Programm wollen Sie denn das machen? Das Programm ist auf unserer Website, das ist ziemlich lang. Das Wichtigste ist in Wirklichkeit... Aber es ist nicht immer dasselbe. Also Sie haben schon eine Änderung gegenüber 2013 und darauf spreche ich dann. Das ist selbstverständlich, weil die Situation hat sich ja auch geändert. Also der Sozialabbau hat in Wirklichkeit zugenommen, er ist schärfer geworden. Es gibt immer mehr Menschen, die in Wirklichkeit nicht mehr wissen, wie sie den morgigen Tag überstehen werden, ob sie eher heizen sollen oder ob sie eher essen sollen. Auch das gibt es. Es gibt 1,5 Millionen arme und armutsgefährdete und ausgrenzungsgefährdete Menschen in Österreich. Das ist doch die Folge von irgendwas. Das ist die Folge einer Politik, die wir als Sozialabbaupolitik betrachten. Und wir sehen unser Programm als Alternative dazu, nämlich eine Politik, die im Interesse der vielen und nicht im Interesse der wenigen agiert. Jetzt geht es natürlich um Antworten. Sie treten diesmal als KPÖ Plus an. Wir wissen, was das personell bedeutet. Die Frage ist, was bedeutet das inhaltlich? Was bekommt jemand, der Sie 2013 gewählt hat, jetzt 2017 dazu? Wo ist dieses Plus? Das Plus ist ganz einfach. Das Plus ist die Tatsache, dass wir eine offene Liste haben, dass wir gemeinsam mit jungen Grünen kandidieren und dass wir gemeinsam mit parteilosen Unabhängigen kandidieren. Das ist das Plus. Das Personelle jetzt mal. Genau. Und inhaltlich ist es das Plus, dass wir in Wirklichkeit mit Menschen kandidieren, die in vielerlei Bewegungen, sozialen, kulturellen Bewegungen aktiv sind und dass diese Menschen sich bemühen werden, klar zu machen, dass es bei dieser Wahl nur eine Alternative gibt, die tatsächlich den Anspruch erheben kann und darf, auch aufgrund der konkreten vorliegenden Politik, die wir machen, dass sie eine soziale Kraft ist als Alternative. Der Begriff Kommunismus leitet sich vom lateinischen Wort communis ab. Das heißt, gemeinsam ideologisch gesehen hat das ganz viel mit Teilung zu tun. Jetzt finden sich auf Ihrer Website, in Ihren Programmen, findet sich ein Satz, der heißt, geht's den Flüchtlingen gut, geht's uns allen gut. Können Sie uns erklären, was Sie damit meinen? Ja, ich kann das von einer anderen Ecke aus erklären. Es gibt, ich will das mit einem Zitat eines, ich glaube, es ist ein Labour-Abgeordneter aus England. Ich habe seinen Namen vergessen und der hat gesagt, es zahlt sich aus, dass wir in aller Ruhe uns ansehen, was sie mit den Flüchtlingen machen. Denn genau das, was sie mit den Flüchtlingen machen, würden sie auch mit uns eintun, wenn sie könnten. Und das ist eigentlich die Antwort auf die Frage, geht es uns gut, beziehungsweise geht es den Flüchtlingen gut, geht es uns allen gut. Und Sie sagen, den Flüchtlingen geht es nicht gut in Österreich. Also da braucht man, glaube ich, nicht viel drüber diskutieren. Da braucht man sich nur einmal anschauen, da braucht man nur einmal hingehen, wo die Flüchtlinge leben und wie sie leben. Da weiß man, dass es ihnen nicht gut geht. Sollten mehr Mittel bereitgestellt werden, Ihrer Meinung nach, also für Flüchtlinge, für Asylwerber? Sehen Sie, das ist eine Tatsache, dass man selbstverständlich, wenn Leute kommen, Geld ausgeben muss, damit sie gescheit wohnen können, damit sie eine Grundversorgung haben und so weiter und so fort. Aber das, was meistens übersehen wird, ist, dass diese Menschen, die aufgrund ihrer Flucht zu uns kommen, bei uns arbeiten, in der Regel beziehungsweise im Ergebnis mehr einzahlen in den Sozialtöpfe, als sie herausbekommen. Das ist gerade unlängst vom Wirtschaftsförderungsinstitut errechnet worden. Und das ist zum Beispiel ein Faktum, das überhaupt keine Rolle spielt. Ja? Aber Sie wissen, dass viele Menschen das Gefühl haben, zu viel Geld fließt in Menschen, die nicht in Österreich geboren sind, in erster Linie in Flüchtlinge. Die Frau Rosenkranz hat auch vorhin Ähnliches angedeutet.
Sie haben gesagt, viele Österreicher haben nicht genug zum Leben. Wie passt denn das alles zusammen? Woher soll all dieses Geld kommen, das Sie gerne ausgeben würden? Da habe ich eine ganz einfache globale Antwort. In Wirklichkeit ist dieses Geld zu holen von jenen, die Flüchtlinge sind, aber nicht diese Art von Flüchtlingen, sondern die Flüchtlinge, die die Steuern hinterziehen. Der Schatzmeister der EU hat errechnet, dass der EU, den EU-Staaten jährlich 1.000 Milliarden Euro verloren gehen durch illegalen oder legalen Steuerbetrug bzw. Steuerhinterziehung. Wozu reden wir eigentlich über Peanuts, wenn da das große Geld liegt und die Politik sich nicht getraut, sich mit den Mächtigen anzulegen? Und das ist ja genau das, warum wir auch kandidieren. Wir denken, dass die Politik eine andere Politik sein muss, nämlich eine Politik, die sich getraut, mit den Mächtigen anzulegen und aber die auch selber in der Lage ist, zu erkennen, wie es den Menschen geht. Und solange die Politiker sich gut auspolstern mit ihren Bezügen, solange je besser sie verdienen, umso weniger kriegen sie mit, wie es den Leuten in Wirklichkeit geht. Darum sind wir zum Beispiel auch für eine Reduzierung der Politikergehälter auf einen Facharbeiterlohn. Da weiß ich nicht, wie viele Leute Sie da in die Politik kriegen, aber das ist jetzt gar nicht die Frage. Die letzte Frage, die ich Ihnen gerne stellen würde, ist, Sie sind für einen Umbau des Systems. Sie sagen, Sie schwimmen sozusagen auf dieser Welle mit. Die Österreicher sind unzufrieden mit der herrschenden Politik. Da schwimmen mehrere mit. Die Frau Rosenkranz mit ihrer Liste, natürlich Peter Pilz mit seiner Liste und auch Sebastian Kurz sagt, er steht für eine andere Politik. Laut Umfragen gelingt es jedenfalls Kurz und Pilz deutlich besser, die Leute davon zu überzeugen, dass Sie die Antwort sind? Haben Sie eine Erklärung dafür? Naja, Sie haben ja ganz andere Mittel zur Verfügung, die Politik zu betreiben. Wir haben nicht Millionen zur Verfügung, wir haben wesentlich weniger Geld. Hat Peter Pilz auch nicht. Gut, okay. Ist auch keine Alternative, der Peter Pilz. Also der Peter Pilz steht für sich selber. Ja. Kann er ruhig machen, aber es ist nicht unsere Politik. Herr Messner, danke fürs Kommen. Bitte.